Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 mit mir, dem Sepp. Ich habe kurz meinen Namen vergessen. Ja. Und wir widmen uns heute den letzten paar Nebenmissionen und machen die Musik ein bisschen leiser. Oder was heißt die Musik? Wir machen allgemein die Lautstärke ein bisschen leiser auf meinem Headset. So, und eine der Nebenmissionen ist Stevies Karren besorgen. Also, der will den Washington, jawohl. Und ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen scheiße, weil wir eh schon quasi mit dem Spiel fertig sind. Ich meine, wir sind wirklich fast fertig, Alter. Es ist immer noch ein bisschen laut. So. Ich muss echt angewöhnen, das erstmal vorher zu machen. Ey, das Spiel ist immer so krass laut am Anfang. Auf jeden Fall, das ist quasi. Das ist nicht quasi jetzt ein bisschen, aber es ist ziemlich nah am Ende. Und da ist doch eigentlich blöd, das ein bisschen noch nach hinten zu strecken. Aber es ist doch auch kacke, dass wir irgendwie das Spiel nicht ganz fertig zurücklegen hier. Liegen lassen. So dachte ich mir, wir machen nochmal die letzten paar Nebenmissionen und. Oder ich mache das einfach privat. Das wäre natürlich auch eine Option, aber es wäre irgendwie auch blöd. Wäre echt tatsächlich ein bisschen blöd. Und das möchte ich euch natürlich nicht antun. Also mache ich das nicht. So, Moment, weichen wir da mal aus. Auch dir. Ich habe gemerkt, es ist ziemlich spät am Abend. Ich komme echt nicht dazu. Früher zu spielen. Na, häng ich die ab? Ja. Boah, ich weiß, es ist echt ein bisschen nicht. Ich bin ein bisschen. Ne, ich bin schon ein bisschen müde, muss man sagen. Ein Thema, was ich mir überlegt habe, so zum Reden, ist. Also ein Grund, weshalb ich heute so müde bin, ist, weil ich den ganzen Tag und wirklich damit mache ich den ganzen Tag Cities gespielt habe. Also Cities Skylines, das neu rausgekommen ist, was einfach so ein Suchtfaktor bei mir hat. Also ist echt unglaublich, das ist einfach, keine Ahnung, ich finde, könnte ich irgendwie bis abends spielen. Ich habe gestern auch bis abends gespielt. Sie macht an. Na toll. Gib Gas. Also auf jeden Fall, ich habe abends angefangen. 19, 20 Uhr. Als ich aufhöre, ist es auf einmal 3 Uhr morgens. Ja, denken sie mir so, oh geil. Wenn am nächsten Tag aufstehen. Ja, das wird wohl nicht klappen. Das ist auch irgendwie toll, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist irgendwie so ein tolles Gefühl, wenn man so ein. Also als Gamer ist es ein tolles Gefühl, wenn man so ein Spiel hat, wenn man einfach so richtig so dran hängt und so. Also wo man einfach man ist im Kopf manchmal noch ein bisschen drin, auch wenn man gerade das Spiel ausgemacht hat. So meine ich das, glaube ich. Und jetzt ehrlich, ich glaube, wenn ich hier aufgenommen habe, fertig. Geht ja viel, wenn ich nochmal eine Runde da reinschauen. Also, es macht echt wirklich Spaß. Also, wer es nicht kennt, das ist. Ja, bitte lass mich. Na komm. Scheiße. Ein bisschen Schaden gemacht. Wer es nicht kennt, das ist eine Städte-Simulation. Ähnlich wie SimCity. Also, das Neue. Nur nicht. Ja. Es ist in jeder Hinsicht besser. Bis auf, dass es keinen Multiplayer-Modus hat. Einziger Grund, warum es schlechter ist. Allerdings ist das Spiel ziemlich modfreundlich, also kann man mal. Ja, vielleicht finden sich gute Modder, die da einen Online-Modus irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, dann vielleicht auch die Entwickler, falls sie merken, dass das Spiel sehr populär wird. So, also kann ich sagen, es macht megamäßig Fun. Und ich bin echt kein Typ, der so auf. Ja, ich stehe auf Strategie und das ist. Das ist.
ist das denn jetzt? Tür schließt sich einfach gar nicht. Ich stehe nicht so auf Strategie, aber das Spiel hat irgendwie bei mir einen krassen Nerv getroffen. Das schaffen nur wenige Spiele. Jetzt wollte ich auch noch eine Nebenmission machen. Genau die hier. Na komm. Ach Moment. Muss man ja bewegen. Aber bei City Skylines ist es anders. Naja. Ich will natürlich auch die ganzen Fremden und Freaks machen. Und ein Fremd und Freak ist er reside here. Und die alte kennen wir. Can I ask you a question? Yes, really hard. Mrs. recently divorced, guys with eyes on stocks, $500 shoes. Excuse me? I gave you a lift a little while ago. We met late at night. You were pretty wasted. Shit, you're joking. No. Christ. I have to stop combining drinking with those sleeping pills. That keeps happening. Well, no harm done. Well, thank you. Listen, I know it's a lot to ask, but I don't suppose I could ask you for a favor. You couldn't run across town and get me something, could you? It's just that we've got a fashion shoot later. Do I have to? Kind of on my way. Typical, typical fucking man. When I'm drunk and you think you can feel my breath so, you'll do anything. But the minute it's daytime and I ask a normal and reasonable favor, it's fuck you, Sarah. You've got a vagina. Why should I help you? Okay, okay. What do you need? Just collect a box for me from Perseus off Pyrite Street in Bismarck. It should only take a minute. Sure. Angel. Ach, blöde Nutte, ey. Da auch noch drauf reinfällt, ey. Das ist. So, steig ein und fahr weg. So, okay, wir sollen für die das alte Auto. Nee, wir sollen kein Auto besorgen. Wir sollen zu Perseus oder Perseus oder wie auch immer. Irgendwas abholen. Ja, ja. Man kann auch irgendwie keinen unsinnigeren Scheiß machen in GTA. Hol mal ein Täschchen für mich ab. Hol mal das und das für mich ab. Das sind doch nicht mal gefährliche Sachen oder sowas. Nee, einfach nur irgendwie Krimskrams. Ich habe jetzt so gar nicht mal mitbekommen, was sie genau will. Was haben wir denn Radio für Sender? Was haben wir denn Radio für Sender hier, genau? Deutscher Satz. Was haben wir denn für Radiosender hier? So, das ist ja der an, ja? Soll ich dir irgendwie schicke Klamottis kaufen? Hello, I'm here to get the package. It's for some woman. She said you'd know I was coming. Sure, sweetie. I've got it right here. That'll be 500. I think there's been a misunderstanding. I'm just here to pick it up. I'm not paying you. Sorry, sugar. If you want the package, you're gonna have to pay for it. That's the way things work. Na komm, ey. Ey, der Klon. Hä? Ja, tschüss, beide Brüders. Yes, very much not. Ich griff nice D. So, und ich fahre jetzt nicht nochmal dahin und zurück. Dann könnt ihr nicht von mir verlangen. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Let's do it. Thank you very much. $27 habe ich dafür bezahlt. Das kann nicht wahr sein, du. So, nee, nicht überfahren. Here's your shit. But they didn't know I was coming at the store. I had to pay. Those PR people, morons.
You think they would kill to see their product in a spread like this? I'll call and get everything squared for you. Oh, wir haben es jetzt zurückgekriegt. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, wir werden das Geld nie wiedersehen. Und ich war echt der festen Überzeugung, dass wir das Geld nie wiedersehen werden. Weißt du was? Ich will Ataxi benutzen. Am Anfang haben wir ein Auto weggebracht und gespeichert. Jetzt bringen wir nochmal eins weg. Ist auch eigentlich egal welches. So, und danke, dass du meinen Sportwagen angekratzt hast, du kleine... Dann gehe ich lieber weg. Da gehe ich lieber weg von. Solche Leute, Menschen, solche Sorge, Menschen, kann ich nicht abhaben, du. So, was haben wir denn? Ach, die. That special someone? Hier. Ja. Ja, Stevie. Danke für den Umstand. Dieser Moonbeam steht irgendwo auf Charge Island. Nee, das mache ich jetzt nicht den ganzen Tag. Egal, können wir mal eben kurz hinfahren? Weg da. Die Insel ist nämlich da hinten. Trifft sie also ganz gut. Oh, stimmt, genau, Pong. Hudala. Ja, weg da. Da habt ihr es gesehen, da war ein Banshee. Den klaue ich jetzt nicht extra nochmal. Nee, nicht ins Wasser. An der Wand, gern an der Wand lang fahren, aber nicht ins Wasser. Ja, wir kommen. Shit. Ich fahr mal eben hier drüber, ne? Was soll der Heli hier, ey? Da kann ich ja gar nicht haben, ey. Weg da, Benji. So, und das ist der Wagen. Da ist auch noch so einer, ey. So, mach kaputt. Doppelter Diebstahl hier, könnte mich jetzt dafür anklagen. Ist mir auch nicht mehr wirklich wichtig. Ich will nur abhauen. Vor allem den Wagen haben wir auch nicht wirklich oft hier im Spiel gesehen, oder? Ich kann mich nicht erinnern, den irgendwie während des Let's Plays irgendwo gesehen zu haben. Oh, ist das ein Pitbull? In dem Fall lieber wechseln. Ach Mann, das macht mich für Ärger. So, jetzt könnt ihr mir nichts mehr.
Wir haben ein ganz kleines Problem mit der Polizei. So, noch einer. Der hat gerade seinen Kollegen überfahren. Alter. Ich hänge auf irgend so einem Ding fest. So. Eigentlich müssten wir auch mal ein GTA-Spezial machen, ey, wo ich einfach mal eine Randale mache. Ach, komm. Na, vielleicht 100 Abonnenten-Special. Lol, was macht der? Pff. Oh, oh, der Wagen brennt. Okay, ein bisschen Action hier. Und 4 Sterne. Mein Wagen brennt fast. Keine guten Voraussetzungen. Fürs Überleben. Von mir. Weg da. Boah, Alter, wie ich die weggemoscht hab. Brenn ich? Nee. So, nicht in deren Weg fahren. Am besten den... Na, shit. Ich muss den irgendwie entkommen. Und das ist nicht der klügste Weg, um dem zu entkommen. Shit. Hab ich mich festgefahren. Weg mit euch. Könnte ich langfahren, ohne dass sie mich sehen. Voll Kanne geradeaus. Scheiße. Oh oh, wir haben einen Platten. Ich weiß, wo wir hin können. Wir können in die Luft. So, fickt euch doch. Ihr könnt mich machen. Diese Dreckspullen. Ja, weg da, weg da. Aus dem Weg. Ich hab's ein bisschen eilig. Verpisst euch bitte. Oh Gott, da ist es ja. Helipad. Oh Gott, ey. Am besten. Nein. Na komm, wir sind eh da. Und am besten, wir nehmen den da hinten. Weil den sieht eh keiner. Ah, ne, wir sind. Das ist natürlich jetzt blöd. Werden die ganze Zeit gesehen von den Cops. Hm, was können wir denn noch machen? Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. So, Shitter, Panoramic. Oh oh. Ich wollte eigentlich drauf landen. So. Hier können wir aber lang. Nein, 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 nein. Jetzt eventuell ein kleines Problem.
Wir haben eventuell ein großes Problem. Nein, ich komme hier nicht runter. Oh mein Gott. Lol. Oh nee, wir können hier nicht hoch. Oh mein Gott. Ah, fuck. Das ist jetzt blöd. Das ist wirklich blöd. Alter. Komm schon, wenn ich schon sterben muss, ich bin ja schon mal in der Story gestorben, also kann ich auch mal nochmal sterben. Nur, es ist blöd, weil ich will natürlich auch noch was schaffen hier. Heute. Naja. Yeah. Oh Gott. Aber bitte nicht. Scheiße, ey. Das ist doch blöd. Das ist doch richtig blöd. Ich habe noch meine Waffen, das finde ich gut. Bei den alten GTAs waren die natürlich immer weg, wenn man mal einmal was gemacht hat. So, komm. Ich steige. Dann wollte ich doch noch mal bitte hier hin. So. Genau, hier wollte ich hin. Quasi dort, wo Bernie wohnt. Und dann möchte ich doch eine kleine Person besuchen. Nicht Bernie. Aber, hey, wo ist die? Oh Mann. Nein, bitte nicht anhalten. Anhalten. Gut. Muss ich noch mal ganz kurz gucken. Denn ich besuche, ich suche jetzt, soll ich das sagen? Eigentlich schon. Ich suche nämlich die nächste Person und die müsste eigentlich, die sollte eigentlich an der Stelle stehen. Aber wir haben zwei Missionen bei dieser Person. Also kann die auch vielleicht hier hinten stehen. So, die war hier hinten, das weiß ich noch. Und ja, es ist eine weibliche Person, weil ich die sage. Nee, aber die ist nicht hier. Dann bin ich vielleicht zum falschen Zeitpunkt dahin gegangen. Muss ich aber später nochmal probieren. Aber ich fahre nochmal jetzt sofort hin. Alles Optionen. Na komm, ich fahre nochmal dahin. So, die Karre hat auch hoffentlich ein bisschen Power oder der HOB. Dass ich mal ein bisschen Gas gibt. Nein, nein, nein. Ja, warum nicht? Okay, hier ist die nächste. Okay, und wenn die jetzt nicht hier ist, dann bin ich verwirrt. Ne, ich bin verwirrt. Hier ist sie, oh mein Gott. Alter. Ja, ich kenne wir ja schon. Hey. Nico, it's Marnie. Hey, how are you? Are you off the heroin? Mostly.
Right, okay. It is okay. Fucking dick. Calm down. I'll see you later. Fuck you! What's wrong? I can't do it anymore. I can't do it! Oh, I'm really fucked up this time. I screwed over a job. I'm gonna get killed. And I'm not really like this. No? What kind of heroin-addicted prostitute are you like? I've got a nice family. I'm just fucked up. I've gotta go home. Can you take me to the station? I've got a mom and a dad, and they're not so bad. I've gotta go home. Where's home? The Midwest. I mean, it's pretty boring, but this is no life. I mean, look at me. I was a fucking cheerleader once. Hey. Come on, let's go. Schon krass, ey. Grand Eastern Terminal. Naja. Das war nicht gut, deshalb krieg ich auch dein Auto. Alter, Kim, aus dem Weg. Ja. Komm, bitte steig ein, bevor der Typ mich irgendwie zusammenschlägt, weil ich dein Auto geklaut habe. Na gut, danke schön. Ach nee, der rennt weg. How long you been living on the streets? Ever since I got to this city. On my way here, I actually thought it was going to be different. Thought that in Liberty City, everybody was a somebody. Maybe some big producer was going to discover me on the street. Didn't go like that, did it? Well, some producer discovered me, but I didn't exactly end up in a Vinewood movie. I ended up with a two-bag-a-day habit. Videos of me doing shit I hadn't even heard of on the internet. Motherfucker. They pick us up when we get off the bus. Girls and guys. Wish I'd known that before I got here. I wish you had too. Ja. Ich habe es wahrscheinlich schon beim ersten Mal gesagt, als ich sie gesehen habe, aber ich sag's gerne nochmal. Die Jute Mani, die kennen wir schon aus einer früheren Mission, wo wir die im Park abgeholt haben und dann, naja, wir haben sie zu ihrem Drogenkurier chauffiert. Chauffiert? Wie nennt man das denn? Als Chauffeur, wo man, ach, keine Ahnung. Wir haben den Job eines Chauffeurs gemacht, sagen wir es so. So. Here we are, Nico. Thanks a bunch. Have some cash, Marnie. Look after yourself. I'll try, Nico. Thanks. I was right. You are sweet. Ja. Was kann man über ihre Zukunft sagen? In GTA 5 hat sie natürlich auch einen Auftritt. Wo es ihr nicht unbedingt besser geht. Beziehungsweise ihr persönlich geht schon besser. Aber sie hat eine nicht wirklich bessere Rolle eingenommen. Hier ist sie grundsichtiger und dort ist sie eine. Ja, sie ist eine Anhängerin von die Epsilon Program, was so etwas sein soll wie, keine Ahnung, wie Scientology. Und wir wissen ja alle genug über das ganze Thema, ne? Die war ja keine Unterführung. Stimmt, man muss über die Brücke. Denn dort treffen wir auf unsere. Na, wobei, ich kann auch hier speichern, ne? Es ist echt nicht mehr lang, ey. Kann ich nur immer wieder wiederholen. Weil es ein bisschen. Es schmerzt ein bisschen, ne? Muss ich ja sagen. Es schmerzt doch ein bisschen. Habe ich eigentlich den richtigen. Ah, ich habe einen Feinanzug. So, lass mir eben nach oben. Ich muss noch kurz in meine Wohnung. Hier hin.
Und ich sag dann, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder zu Let's Play GTA 4. Bis dann.